Jo, servus Leute, heute ist ein guter Tag, ein langer Tag, denn mein ganzes Auto ist voller Holz. Ich bin gerade bei Noah angekommen, der wohnt da hinten, und wir bauen uns heute zwei Mini-Kicker. Und später sind wir noch verabredet zu einem Secret Spot. Es gibt in Kassel wohl eine Dirtline, die ich auch noch nicht gesehen habe, denn wir sind heute mit den 26 Zoll Rädern unterwegs. Und ihr seid dabei, viel Spaß. Wow, direkt der Bogen. Jo, noch gleich den großen. So, wir haben jetzt hier unsere Linie schon eingezeichnet. Das hat hier auf jeden Fall so einen kleinen Bogen. Wir werden jetzt hier kein Tutorial draus machen, denn im YouTube-Universum gibt es davon genug. So, also der erste Kicker sieht schon mal aus wie ein Kicker. Wir sind richtig stolz, ey. Wir fühlen uns wie so Rampeningenieure. Das sieht richtig gut aus. Und wirkt auch sehr, sehr stabil. Jetzt kommt noch hier diese Belagsplatte drauf. Sehr dünn und sehr flexibel. Und dann ist das erste Teil fertig. So, wir sind fertig. Beide Kicker stehen. Beide haben auch diesen Tragegriff. Der ist echt gut, weil kann man den hier so nehmen. Und perfekt. So sieht er von unten aus. Also wir haben jetzt hier an der Stelle so ein bisschen abgebrochen. Die zwei Rampen sind fertig, aber wir schaffen es aus zeitlichen Gründen nicht, jetzt nochmal eine Session zu machen. Zum Glück passen beide in mein Auto sogar richtig gut. Und jetzt geben wir uns eine Session. Wie gesagt, Dirtline Secret Spot kenne ich noch nicht, bin gespannt, und ansonsten gucken wir, was wir mit den Rampen heute noch so anstellen, und ansonsten, ja, machen wir morgen eine Session mit den Rampen. Auf jeden Fall werdet ihr sehen, wie die abgehen. Bis gleich. Jo, was geht ab? Wir sind jetzt hier an der Dirtline, da hinten ist Noah. Ich hoffe, der Winkel passt. Und senden. Ja. Geht fest vor. Man muss dich da auf der Kamera sehen. Ja, wir fahren jetzt noch ein paar Mal und dann gucken wir mal, ob irgendwelche Tricks drüber gehen. Ja, wir stellen die Kamera jetzt hier einfach auf den Boden und machen hier drüber jeder einen Trick. Echt? Ja. Kannst du filmen? Ja. Geil. Ja. Ja. So, ein Barspin muss natürlich in jedem Video drin sein, also los geht's. Woo. 180. Und Barspin raus. Woo. So, jetzt geht's nach da hinten. Nora wartet auch schon auf mich. Da gibt es nämlich wohl auch einen ziemlich krassen Sprung, den habe ich mir heute noch gar nicht angeguckt. Einen einsamen, verlassenen Sprung gibt es hier. So, das ist der Sprung hier. Ich ziehe meinen Helm ab, dann kann ich den filmen. Ja, es ist schon ein größerer Step-Up. So, okay, gib ihm. Macht er ihn auf 1. Jo, noch gleich den großen. Oh, ding! Ich mache jetzt den kleinen. So, jetzt stehe ich hier oben am Anschwung. Da hinten ist der Sprung. So vor der Optik könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Sprung ist, wo ich die ersten No-Hands und sowas aus den, also über einen Double mache. Also Step-Up-mäßig ist eh immer vom Kopf her nicht ganz so scary als ein klassischer Double. Aber erstmal normal drüber. Sending! Die Anfahrt ist hier halt echt downhill. Wow, direkter Bogen geht! Alter, ist man sicher in der Luft. Puh. Habt ihr eigentlich schon meine sexy Narbe gehört? Ups. Noah Hubs. 120 Klicks. Kann ich nur empfehlen. Du fährst vor, wegen Kamera. Ja. Puh. Alter, man ist echt lange in der Luft. Boah. Voll im Vorderrad stecken geblieben. Alter, du gibst dir hier Downhill-Session oder was? Keine Ahnung.
Richtig Enduro. Ich hab abgezogen. Cross Country. Oh. Direkt mitgefilmt. Leute, ich habe gerade meinen ersten No-Hander über irgendeinen Sprung gemacht. Nicht mal über eine Jumpbox habe ich den je gemacht und dann gleich über so einen Double. Der ist bestimmt 3 Meter lang oder so und übel hoch. Also für mich, für meine Verhältnisse, ich freue mich gerade wie ein Königstiger. Jetzt mache ich den noch einmal mit Kamera hier stehen lassen. So, jetzt probieren Noah und ich zum Abschluss noch so ein bisschen so hoch rausspringen, wie wir können. Und dann war es das mit dem Video für heute. Airtime ballern. So, wir verabschieden uns heute fürs Video. Oder zum Video. War übertrieben geil. Jetzt am Ende nochmal so hart rausschießen, wie wir genug können. Hier raus. Und ja. Ja, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.